Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute setzen wir unsere Serie fort. Deutsche Rennsport- und Rundstreckenmeister von 1981 bis 1990 ist heute dran. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, ob Rainer Braun den Karneval hinter sich gelassen hat, einigermaßen unbeschadet. Rainer, moin, wie geht's? Moin, es geht gut. Es ist ja bei uns Karnevalshochburg, wie wir ja gemeinsam schon erlebt haben. Letztes Mal gesehen haben, ja. Aber ich bin da nicht rausgegangen. Ich bin ja zu Hause geblieben. Okay. Das ist nichts mehr für mich. Ja. Zu Hause verkleidet, sehr zur Freude unserer Zuschauer übrigens. So ist es. Ich bin noch ganz geplättet von einem gestrigen Besuch, mein lieber Carsten. Wo warst du? War nämlich gestern bei meinem alten Freund und Trauzeugen Udo Schütz. Ui, der ist dein Trauzeuge. In Zelthaus im Westerwald. Und ich habe ja immer geglaubt, dass der Udo ein paar LKW da über die Straße laufen lässt mit Verpackungsmaterial und Containern. Dieser Eindruck ist nun mal grundlegend revidiert worden. Was ich da gesehen habe, mein lieber Freund, das kann man nicht beschreiben. Was dieser Mann als Lebensleistung aufgebaut hat, da musst du hin, da musst du einen Podcast machen. Ja, ich habe auch schon die Brücke gebaut. Hast du vorgefühlt? Wartet auf deinen Anruf und dann wird ein Termin gemacht. Wenn du beim Hans Heyer warst und eine Kleinstadt in Anführungszeichen als Betrieb gesehen hast, wenn du zum Udo Schütz nach Zelthaus kommst, siehst du eine Großstadt. Das ist so unglaublich. Ich kann es immer noch nicht begreifen, was wir da gesehen haben. Meine Frau und ich waren gestern den ganzen Tag da. Wir waren fix und fertig. Das kann ich mir vorstellen. Ein riesiger Betrieb. Allein der Westerwald-Standort hat über 2000 Mitarbeiter. Dann gibt es noch 50 Standorte auf der ganzen Welt. Aber allein dieser Westerwald-Standort in Zelthaus, das ist eine einzige große Stadt. Unglaublich. Und er arbeitet immer noch mit 87. Der sitzt mit 87 in seinem Büro und schafft noch immer und sagt, das ist mein Lebenselixier. Wenn ich keine Arbeit mehr habe, wenn ich nichts mehr arbeiten kann, dann geht es dahin. Wahrscheinlich hat er recht. Aber da müssen wir hinfahren. Vielleicht, also wenn ich es nicht allein mache, vielleicht magst du ja mitkommen. Ja, ich komme. Wir fahren da zusammen hin. Okay. Da brauchst du auch jemanden, der dich unterstützt, weil diese Eindrücke, die du da hast, die sind... Die kann man nicht alleine verarbeiten. Die erschlagen dich wirklich. Okay. Du, cool. Seine rechte Hand, der Herr Schmitz hat eine Rundfahrt mit uns gemacht im VW-Bulli durch die einzelnen Werkshallen. Da kannst du mit dem Auto durchfahren. Ja, okay. Und wir haben uns das angeguckt über mehrere Stunden. Du kannst es dir nicht vorstellen. Was wir da haben aufnehmen müssen, das kannst du gar nicht verarbeiten an einem Tag. Das geht gar nicht. Wahnsinn. Da müsste es da eigentlich eine ganze Woche sein, um alles zu begreifen und zu sehen. Also wie gesagt, eine Riesennummer und ich bin nach wie vor hin und weg. Und all denen, die da glauben, mal irgendeinen LKW gesehen zu haben, die Zeiten sind vorbei. Das ist ein Großunternehmen. Ja. Und der Mann mit 87, eine Wucht. Und er ist noch immer der Stier von Zelthaus. Der damals im Rennsport war, der ist er heute als Geschäftsmann. Okay, aber hat er keine Nachfolger, weil er immer noch mit 87 arbeitet? Doch, es gibt zwei Söhne. Einer lebt in Amerika und der andere ist wohl gerade dabei, sich mit diesem Betrieb etwas näher zu befassen und anzufreunden und vielleicht auch irgendwann zu übernehmen. Ja, okay. Ich werde dir alles erzählen, wenn der Podcast-Termin steht. Ja, ja. Können sich alle Fans vom Udo drauf freuen, ehemals Porsche-Werksfahrer, Sieger, 1000-Kilometer-Rennen, 67 oder 68 mit Joe Busetta zusammen. Ja. Wird eine tolle Geschichte. Ja, das ist die eine Sache. Ja. Die andere, jetzt bleiben wir mal gerade im Westerwald. Bei der letzten Folge habe ich ja was von der Westerwald-Connection erzählt. Und habe gesagt, also das, richtig. Döring und der Dieter Kern. Die drei repräsentierten den Westerwald im Rennsport. Aber ich habe natürlich einen ganz wichtigen vergessen. Das ist der Wolfgang Kaufmann. Der ist auch Westerwälder, wohnt in Molsberg. Hat um die deutsche Formel-3-Meisterschaft mitgekämpft, zu Zeiten von Michael Schumacher übrigens. Ist im Sportwagen, im Porsche, auch eine große Hausnummer. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen, den muss ich nachtragen. Und dann gibt es noch so einen Grenzbereich zum Siegerland. Zwischen Siegerland und Westerwald, da leben der Uwe Alsen und sein Bruder. Und ich glaube, dass die beiden Alsens auch noch dem Westerwald zugeschlagen werden müssen. Ja, ich glaube auch, da hast du vollkommen recht. Jetzt haben wir so komplett, also Betzdorf ist so Hälfte Siegerland und Fuß Westerwald, nehmen wir den Westerwald, also die Westerwald-Connection haben wir jetzt noch ein bisschen aufgeblasen. Ne? Sehr gut. Gut, auch erledigt, damit mir keiner böse ist am Ende und sagt, Braun, du hast ja den und den vergessen. Ja.
So, ja. Aber man vergisst, glaube ich, immer jemanden, oder? Dafür sind es einfach doch zu Ja, viele. du bist ja nie perfekt und komplett. Irgendwas fehlt immer am Ende. Das stimmt, das stimmt. Gut, jetzt starten wir hier mit unseren Tourenwagenleuten hauptsächlich von 1981 bis 1990, vorletzte Folge. Danach kommt noch 1990 bis 2000. Das haben wir noch ein bisschen Zeit, das muss ich erst noch alles zusammensuchen und du hast auch ein bisschen was zu tun in nächster Ganz in Zeit. Ruhe. Also das dauert. Ja, ganz in Ruhe. Höre, es ist natürlich auch hier wieder so, dass es viele, viele Untermeisterschaften gibt, die wir nicht alle nehmen können. Ich habe mich gekümmert hauptsächlich um die DRM, die DTM und die DTT. Das ist die Deutsche Tourenwagen-Trophäe. Das ist so eine Liga, die auch noch unterhalb der DTM spielt und unterhalb der DRM gespielt hat. Und dazu auch noch die DTC später. Das sind so die Meisterschaften, die ich mitgenommen habe, einschließlich Rundstreckenpokal. Aber mehr kann ich einfach nicht machen, sonst wären wir hier nicht fertig. So. So. Und auch in einigen Fällen ist es mir nicht gelungen, das passende Bild zu finden. Da ist leider Gottes, kann ich nur eben Namensnennung und Auto nennen, haben wir leider keinen Kopf die gefunden. Die entsprechenden werden es überstehen. Gut, wir starten 1981 mit dem Kollegen Klaus Ludwig, der da eine Riesensaison gehabt hat, ähnlich der 89 im Porsche, nämlich ein Durchmarsch, fast jedes Rennen gewonnen im Turbo Capri von Zackspeed in der Würth-Lackierung. Mhm. Hier haben wir das Klausi Mausi im Würth-Outfit am Nürburgring stehend. Und das ist ein Bild von 81, also aus seinem Meisterschaftsjahr. 9 Siege von 11 oder 12 Rennen, also ein Riesendurchmarsch. Das Auto dazu haben wir hier. In einer schönen Aufnahme aus dem Jahr 1981. Klaus vorneweg, Kollege Nitzwitz hinterher, die beiden Ford-Gläuse. Und dahinter hängt entweder der Hans Heyer oder der Sigi Müller Junior, einer von beiden im Lancia Beta Turbo von GS Sport Schneider in Freiburg. Das ist das Bild aus dem Meisterschaftsjahr. Das ist übrigens der zweite DRM-Titel für den Klaus. Den ersten hat er 1988 gehabt mit dem Sierra Turbo und das ist nun der zweite. Beide Titel für Ford. Kommen wir noch zum Jahr 1981 in der Deutschen Rennsport-Trophäe, die haben wir auch noch mitgenommen. Da ist der Sieger der Helmut Hensler. Diese ja. Rennsport-Trophäe war für GT und Tourenwagen und die ist im Rahmen der DRM ausgefahren worden als sogenannte Untermeisterschaft. Die habe ich deswegen mitgenommen, weil sie doch recht wichtig war und viel Beachtung gefunden hat. Helmut Hensler, Sieger 1981 mit einem BMW M1 und zwar in BASF-Lackierung. Das ist ja Kult, das Auto. Gell? Ja, das Auto ist wirklich Kult, oder? Das glaubst du aber, gell? Ich glaube, seine Frisur könnte auch Kult werden, übrigens, fällt mir gerade auf. Aber bitte, und daneben steht ein BMW Schnitzer Coupé. Ich glaube, da steht auf der Seite. Da steht Rauno Altonen drauf. Rauno Altonen drauf. Jawohl. Ne? Und da hinten haben wir noch einen. Furtmeier, Ernst Furtmeier. Ernst Furtmeier ist ja nun für Schnitzer Europabergmeister geworden zu seiner Zeit in den frühen 70ern. Und der Rauno ist mit diesem Auto offenbar auch gefahren. Also das ist ja schon was Kultiges. Ne? Aber ich glaube, das Bild ist vom Ultima Grand Prix, oder? Ja, so ist es. Ja. Ich habe nichts anderes gefunden. Ja, das ist ein Bild aus dem Parc Fermé, dieses M1. Ja. Daher auch der Schnitzer da mit den historischen Namen drauf. Ja, richtig. So, also ist besser als nichts, gell? Ja, du, ich bin ja absolut, ich bin ganz zufrieden. So, dann kommen wir hier zu 1982. Zu Bob Wolle, da kriege ich immer direkte Gänsehaut, wenn ich das Bild sehe. Er lebt leider auch nicht mehr, wie wir alle wissen. Haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Ja, Jöss Porsche 936, Rennsportmeisterschaft 1982. Das war endlich sein erster Meistertitel, zumindest auf diesem Gebiet. Und nachdem er in 77 gegen den Rolf verpasst hat, hat er sich dann revanchiert und das nachgeholt. 1982. Ja. Jöss Porsche haben wir hier. Da haben wir ihn. Das ist ein Porsche 936 mit dem Bob am Lenkrad. Ein Bild aus Hockenheim, wenn ich das richtig sehe. Und ja, das war also für den Bob Wolleck große Genugtuung, dieser Titelgewinn, die Rennsportmeisterschaft zusammen mit Reinhold Jöst in dessen Porsche 936. In der Rennsport-Trophäe 1982 gab es dann auch noch einen Meister namens
Wolfgang Boller. Da haben wir ihn im Bild aus Langgöns im Hessischen. Und sein Auto dazu, auch interessant. Das gefällt mir. Ein echter Boller, ja. Ein Escort RS auf zwei Rädern. Ja, das war also schon ein Fahrtier, der Herr Boller. Gell? Sieht gut aus, ja. Ich glaube, sein Vater ist auch Rennen gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann haben wir also jetzt das Jahr 82 soweit durch und sind bei 83 und haben nochmal den Bob Wolleck, der gleich nochmal seine Titelambitionen wiederholt hat und zum zweiten Mal hintereinander DRM-Sieger geworden ist. Diesmal im Wechsel Porsche 956 und Porsche 936. Aber ich glaube, die meisten Rennen ist er mit dem 56er gefahren, wie hier im Bild. Ah, okay. Mit der Warsteiner Lackierung. Porsche gratuliert. Und Porsche gratuliert. Ich habe mal zur Abwechslung dieses Gratulationsposter genommen. Da sind nun all seine Konkurrenten auch mit aufgeführt, die hinter ihm dann in der Meisterschaft sich platziert haben, wie Volkert Merl, wie Klaus Nitzwitz im C100 und wie Leopold von Bayern beispielsweise, der auch in Warsteiner Porsche fuhr und dergleichen mehr. So, dann haben wir hier, unser Freund, da lacht er wieder, gell? 1983 haben wir dann auch noch eine Rennsport-Trophäe gehabt, die wurde wieder mit einem M1 gewonnen, wie schon 81 durch Hensler, 82 war es der Boller, jetzt also 83 der Harald. Das war ein ganz wildes Jahr mit Stuck, mit Quester, mit Groß und mit Polly von Bayern. Vier M1-Leute haben sich um diesen Titel geballt, das war herrlich. Gell? Das kann man vorstellen, ja. Harald hat ihn und da hat er natürlich auch gut lachen am Jahresende mit diesem Titel im Handgepäck. Da haben wir das Bild mit ihm. Das ist der M1 von Vogelsang vorbereitet, wie fast alle BMW vom Harald, die bei Vogelsang vorbereitet worden sind. Ein Essener Unternehmen, Essener BMW-Händler. So auch dieser M1, das Siegerauto in der deutschen Rennsport-Trophäe. Wir kommen zu 1984. Das tut mir auch wieder weh, wenn ich da hingucke. Ja. Stefan Bellof, deutscher Rennsportmeister im Jägermeister Brun Porsche 962. Da ging es dann mit der Rennsportmeisterschaft schon langsam aber sicher bergab, denn aus den Tourenwagen, die diesmal in der Rennsportmeisterschaft sein sollten und aus den GTs, ist dann immer mehr der Sportwagen geworden, weil es gar keine Tourenwagen mehr gab. Und am Ende sind dann Sportwagenleute um den Titel gefahren. Und das war auch dann der Moment, wo man bei der damaligen ONS und heutigen DMSB gesagt hat, wir müssen jetzt wieder die Tourenwagen in den Vordergrund bringen und eine DTM schaffen, die dann den Tourenwagen auch wieder Tourenwagen sein lässt. Da gab es ja dann diese berühmte Gründung auch der DTM, späterhin auch der ITR. Das alles haben wir ja schon mal behandelt irgendwann. 1984 war dann auch zugleich und parallel das erste Jahr der DTM und wir feiern in diesem Jahr 40-Jähriges. Stell dir das Wahnsinn, vor. Ne? Wie die Zeit läuft. Der DTM. Ne? Ja. So, und wer war übrigens wieder erster Sieger in der DTM? Tja. Werden wir gleich erfahren. Ja, ist, gut auf. Bin schon ganz gespannt. Jetzt, wo wir hier nochmal den Wagen vom Stefan Bellof sehen, den Brun, ja. Porsche, jetzt im Podcast vor einiger Zeit war der Bruno Flückiger zu hören. Da weise ich gerne nochmal drauf hin. Der war nämlich Mechaniker bei Brun. Der und hat da dran gearbeitet an dem Auto. Er hat an dem Auto gearbeitet und war ganz eng mit Stefan Bellof und der erzählt ganz, ganz tolle Geschichten von früher. Ja, und das ist übrigens ein Bild vom Norrisring, gell? Ja. Was wir hier haben. Das gibt's ja gar nicht. Ja, doch. Es scheint doch immer die Sonne am Norrisring. Ja, das hat auch schon mal geregnet. In letzter Zeit war das mit dem Wettergott nicht mehr immer so vertragsmäßig geregelt, wie das früher in den 60ern und 70ern war. Der Wettergott mal gesponnen, gut. Ja, also das ist eindeutig Norrisring, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Das ist der Eingang zum Schöller S. Gut, also da haben wir den Stefan als Rennsportmeister im Brun Porsche. Es gab nur 5 oder 6 Läufe, das war also mehr eine... Ja, ich will mal sagen, also nicht abwertend, aber es war schon eine etwas armselige Nummer mit der ganzen Rennsportmeisterschaft. Ja. Stefan ist spaziert. Wirklich zu Ende ging, der ist die Luft einfach ausgegangen. Ja. Dafür haben wir hier den ersten Meister in der DTM. Hier haben wir also Kopf und auch Auto in einem. Dieses Poster habe ich genommen, weil es mich erinnert an meinen größten Irrtum in all den Jahren, den ich je hatte. Hat der Volker mich auch nochmal dran erinnern. Er erzählt es auch wie am Podcast. Volker Spritzek, erster Meister, BMW 5
BMW 635 35 CSI. Ja, so. Hinter ihm fährt übrigens, glaube ich, der Peter John mit diesem mächtigen Camaro. Der Volker, dem ich ja mal attestiert hatte, dass er besser den Motorsport verlassen sollte, weil er nichts kann, als er bei Renault im Lehrgang angetreten ist und wir eben geraten haben, doch sicher andere Sportarten auszusuchen. Diesen Irrtum, den werde ich nie vergessen und der begleitet mich mein ganzes Leben schon und die ganze Hänselei darf ich mir immer wieder neu gefallen lassen. Ja. Da hat er wohl auch recht und alle anderen, die sich auch darüber kaputt gelacht haben, haben wohl auch recht. So ist das halt, wenn man sich auch mal irrt. Ne? Ja, dafür habe ich mich in anderen Fällen nicht geirrt, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Nee, eben. Also das ist schon gut. Aber ist doch also, das hat er mir geschrieben, hier auf dieses Poster, lieber Rainer, in der Hoffnung, dass du dich noch öfter irrst. Volker Stritzek. Ja, zur Strafe, in Anführungszeichen, musste ich seine Meisterehrung moderieren. Ja, genau. Das auch das noch. Und auch da hat er mir das natürlich als gleich mal vor allem Gästen aufs Brot geschmiert, wie sich das gehört. Nette Geschichte. Ja, der erste Meister. Die neue DTM, übrigens auch wieder von Hugo Emde und ein paar tapferen Männern gegründet. Gerhard Weber von Dunlop war da damals noch dabei, Sigi von Kahlen als Geschäftsführer der ONS. Aber der Hugo hat auch da wieder die erste Geige gespielt und hat das Ganze wieder auf die Schiene gesetzt. Wie auch schon die DRM damals mit Fritz Hübner und mit Mike Garnfuß und Jochen Nerpasch und noch ein paar andere. Also da gibt es immer... Da gab es immer irgendwelche Macher, die einfach gesagt haben, Kinders, jetzt müssen wir uns zusammensetzen, jetzt müssen wir was tun. Mhm. Das war klar, die Rennsportmeisterschaft geht den Bach runter, es muss was Neues her. Das ist es. Hier haben wir ein, leider Gottes, gar kein Bild dazu. Das ist nämlich der dritte Fall aus 1984. Der Siegfried Köpke aus Berlin hat mit einem Porsche 924 die deutsche Rundstreckentrophäe gewonnen. Leider habe ich weder ein Bild von seinem Kopf noch von seinem Auto. Es war aber ein Porsche 924, wie der aussah, wissen wir alle. Okay, ja. So, tut mir leid. Ich habe alles abgesucht. Ich habe alle möglichen Fotografen kontaktiert. Wir haben nichts gefunden. So gut, ist es manchmal. Kann auch passieren. Dafür aber haben wir von 1985 den Gewinner der DTM im zweiten Jahr. Das ist ein Volvo Schwede. Und das passt auch wunderbar, denn nicht nur das Auto kam aus Schweden, sondern auch seine Nationalität ist Schweden. Das ist nämlich Per Sturesson. Per Sturesson, dessen Sohn dann später noch in der deutschen Formel 3 sogar sehr erfolgreich war. Okay. So nebenbei. Mhm. Und das ist sein Auto. Da haben wir ihn schon im zweiten Jahr, nämlich das Bild stammt aus dem zweiten Jahr, da ist er Titelverteidiger und hat die Nummer 1. Sieht auch nicht nach Rennsport aus, aber trotzdem erfolgreich. Ja. Also der Volvo, das ist übrigens der erste Turbo dann in der Rennsportmeisterschaft gewesen. Ja. Der hat mal gleich alle richtig verblasen. Ja. Das kannst du mal sehen, ne? Das ist ein Rover. Nee. Dahinter ist ein Rover Vitesse, ja. Ist doch, ja, ne? Ist ein Rover. Ja. Ja. Das siehst du mehr als ich. Ich sehe ja immer schlechter. Carsten, ich sag dir, wenn ich was sehen will, muss ich dieses Teil hier nehmen. Ja. So weit sind wir schon. Gell? Naja, was soll ich machen? Weit davon entfernt bin ich aber auch nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut. Das. Von Sturesson kommen wir jetzt wieder zu einem Berliner Rundstreckentrophäengewinner und auch hier haben wir wieder kein Bild leider gefunden. Das ist der Michael Pötschke aus Berlin mit einem VW Polo. Der wurde bei den Tourenwagen Rundstreckentrophäensieger. Das ist dann diese zweite Bundesliga. Also, wollen wir ja nicht schwabbern, deswegen habe ich sie mitgenommen. Dafür aber sind wir jetzt bei 1986 wieder mit Bild und zwar unser Dennis Steinermeid, Kurt Thiem, der mit einem Rover V8 mal alle überrumpelt hat und Tourenwagenmeister 86 geworden ist, obwohl Ford da schon mit seinem Sierra Turbo da war. Siehste? Hat der Kurt Thiem das tatsächlich geschafft und da hat auch nichts geholfen, dass Ford dann einen Steve Soper und ähnliche eingesetzt hat. Er war nicht mehr einzufangen und hat das Ding gewonnen und hier ist sein Auto. Schöner Quersteher im Regen. Wirklich hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt. Im Kultdesign von Toshiba gesponsert. Hat Sander übrigens mal für ihn auf der Argus gesungen. Ja. Hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt. Das war für ihn komponiert. Ja. Das habe ich gedacht, das wusste ich gar nicht. Ja, der Frank Zander hat das bei mir am Mikro vorgesungen. Und der Kurt stand unten am Start.
Ja, das waren noch Zeiten, sowas gab es alles mal. Kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, schwer. Und dann haben wir noch von 1986 einen ganz interessanten Mann, das ist der Rundstreckentrophäensieger. Und der hat eigentlich eingeleitet den Tourenwagensport bei Mercedes. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Das ist der Keiner Heiner weiß. Weiß, ja. Ein Industrieller, der SMS CIMAC als Vorstandsvorsitzender leitet, eine große Maschinenfabrik. Der Heiner Weiß hatte einen sehr guten Kontakt zum Werner Niefer. Ja, Ist der okay. damalige Mercedes-Vorstandsvorsitzende gewesen. Mhm. Und der Werner Niefer und der Heiner Weiß und der Werner Niefer haben dann irgendwo beim Heurigen gesessen und haben beschlossen, wir müssen im Tourenwagensport was machen. Also das war eigentlich so die Initialzündung. Und er hatte einen Mercedes 190e, ich glaube sogar mit dem AMG-Motor, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist auch so, hat auch hier die Halskrause AMG. Und ja, das waren so die ersten Anfänge, und das Auto ist dann auch schon heimlich ein bisschen unterstützt worden, so von den Ingenieuren ja, im okay. Werk. Da ging das schon los, so mit diesen Untergrundnummern. Da hatte Mercedes noch gar nichts mit Tourenwagensport offiziell zu tun. Aber das ist hier das Auto vom Heiner Weiß und ein bisschen unterstützt von irgendwelchen billigen Mercedes-Ingenieuren und hat gereicht zum Titelgewinn. Die Rundstreckentrophäe. So geht's. Und dann sind wir 1987, das war übrigens das letzte Jahr der Rundstreckentrophäe, wollte ich noch sagen. Danach kam die DTT als nächstes ins Spiel. Okay. Jetzt sind wir aber erstmal 1987 und wieder in der DTM angekommen. Und da haben wir Erik van der Pole aus Belgien als Titelgewinner. Der fuhr einen Zackspeed BMW M3 und da gab es ja ein hochdramatisches Finale. Hier haben wir das Bild dazu. Das ist Salzburg. Das Finale, es steht der Marc Hessel mit der Startnummer 1 vorne im Bild und daneben Erik van der Pole, der Teamkollege, mit der 2. Beides waren Zackspeed M3. Und im Verlauf dieses Rennens, das ich kommentiert habe, gemeinsam mit dem Kollegen Kalli Hufstadt, ist eine Dramatik aufgekommen, wie ich sie selten erlebt habe. Da gab es innerhalb kurzer Zeit gleich drei mögliche Meister. Erst war es der Manuel Reuter, bis der einen Platten gekriegt hat und dann die Box musste. Dann war der Erik van der Pole kurzzeitig Meister. Dann war der Marc Hessel längere Zeit Meister. Und plötzlich ganz zum Schluss wieder der Erik van der Pole. Weil der Marc Hessel einen Funkspruch bekommen hat, der offensichtlich auf einem Hörfehler beruht hat oder auf einem bewusst herbeigeführten Irrtum. Jedenfalls, also der Marc ist noch heute der Meinung, er ist bewusst um die Meisterschaft beschissen worden. Ja. Von der Teamleitung BMW, nicht Zackspeed, von der Teamleitung BMW. Okay. Damals war der Wolfgang Peter Flohr derjenige, der bei BMW den Motorsport geleitet hat. Und ich weiß nicht, ob man bewusst den Van der Pole zum Meister gemacht hat und dem Hessel die Meisterschaft vorenthalten hat oder was wirklich da passiert ist. Jedenfalls ein Riesenzirkus hinterher. Der Marc ist noch heute stocksauer. Spreche ihn nie auf diese Geschichte an, der springt dir ins Gesicht. Ich kann es nachvollziehen. Und der Manuel Reuter, der ist auch noch so ein bisschen enttäuscht. Der hat ja 350 Kilo aufgelegt bekommen bei dem Wagen. Ja. Und da ist dann der Reifen geplatzt. Ne? Deswegen ist der Reifen geplatzt, die altbekannte Nummer. Der Klaus Nitzwitz kann dazu auch was erzählen. Dem ist er am Nürburgring geplatzt. Der hat mit Samsung Sierra Turbo in den Bäumen gehängt, da oben irgendwo. Und kann froh sein, dass er es überlebt hat. Ja, das stimmt. Es ist kein Ruhmesblatt für unsere damalige ONS gewesen und für die technischen Kommissare, die diesen Ford einfach zu schwer beladen haben. Der hat ja am Schluss mehr als eine Tonne gewogen. Unglaublich. Ne? Ja. Das darfst du ja gar niemand erzählen. Das war ein Spiel mit dem Leben der Rennfahrer, die in diesem Auto gesessen haben. Ja, das stimmt. So viel zum Sierra Turbo. Ja. Der Reuter hätte das mit links gewonnen in Salzburg. Ja, ich weiß. Ich war, ja. So, also. Manchmal. Da dieses Bild schreibt eine ganz besondere Geschichte. So, jetzt sind wir 1988 angekommen und da haben wir jetzt die zweite Meisterschaft vom Klaus oder die erste DTM-Meisterschaft vielmehr. Das ist jetzt nach der Rennsportmeisterschaft, die nach zwei DRM-Titeln ist das jetzt der erste DTM-Titel 1988 mit dem Sierra Turbo. Also 79 Krämer, Rennsportmeister, dann 81 Zackspeed, Capri Turbo, nochmal Rennsportmeister und jetzt der dritte Titel, 88, der erste DTM-Titel mit dem Sierra RS 500. War auch ein dramatisches Finale.
in Hockenheim, kann ich mir auch noch gut daran erinnern, haben wir auch kommentiert gemeinsam. Auch da hat es alles am seidenen Faden gehängt. Und um ein Haar wäre dieser Sierra Turbo, hier eine Aufnahme vom Nürburgring, würde ich mal sagen, um ein Haar wäre dieser Sierra Turbo nicht Meister geworden. Ich glaube, der Klaus ist nur Siebter oder Achter geworden im Finale. Es hing wieder am seidenen Faden, weil am Auto irgendwas kaputt war. Und um ein Haar wäre das schief gegangen. Um ein Haar. Das ist gerade noch so durchgeflutscht. So, das nur nebenbei. Was haben wir noch aus dem Jahr? 88 haben wir nichts mehr, aber 89 haben wir Roberto Ravaglia. Auch das wieder ein ganz, ganz schwieriges Finale. Ravaglia wäre um ein Haar von seinem Teamkollegen Steve Soper getroffen worden, der sich gedreht hat. Und Ravaglia wäre um ein Haar von dem sich drehenden Soper BMW auch noch Teamkollege getroffen worden und beide wären um ein Haar draußen gewesen. Stell dir das bitte. Wäre auch schon wieder so ein schöner Unfall gewesen, wie man es so gerne hat als Teamchef. Meine Güte, nein, ich erinnere mich noch sehr genau daran. Das ist er hier in Aktion. Ja. Bild von Hockenheim. Schnitzer BMW, natürlich perfekte Arbeit, wie immer, bei Schnitzers und unter Leitung von Charlie Lamm, den wir auch schmerzlich vermissen. Ja. Tolle Geschichte damals. Der Titel für BMW war natürlich wichtig, weil man natürlich irgendwann mal diese Ford-Dominanz brechen wollte und auch wusste, es ist das letzte Jahr von Ford 89. Der Turbo wurde danach verboten und dann begann die Saugmotorzeit in der DTM. Mhm. 89 war das letzte Turbojahr und trotzdem hat der Saugmotor gewonnen. So, jetzt sind wir im Jahr 1990 schon angelangt. Das ging diesmal alles flott und schnell. Und sehen hier eine lachende Dreiergemeinschaft von Audi. Das war das erste Jahr von Audi in der DTM mit dem mächtigen V8 Turbo, dieser Vorstandslimousine im Renntrim. Ja. Da gab es einen 1-2-3 Erfolg in Hockenheim beim Finale und da sind sie alle drei auf dem Podium. Und eine Riesengeschichte. Stuck völlig außer sich vor Freude als Meister, hat den Kranz für beide Läufe, zwei Laufsiege. Die anderen haben ihn kräftig unterstützt, Walter Röhrl und Frank Jelinski, die da mit auf dem Podium stehen. Das war ein Riesenfest, da gab es auch noch ein volles Haus in Hockenheim. Ja. Da hast du keinen freien Platz mehr gefunden bei diesem Finale. War auch tolles Wetter, war damals im Oktober und waren noch über 20 Grad Temperatur, Traumwetter, und also eine Riesenstimmung. Das ist etwas, was du auch nicht vergisst. Das ist so ein Rennen, was sich einfach vergraben hat in deinem Gedächtnis, das behältst du. Das stimmt. Walter hat noch zwei gute. Ich habe Walter Röhrl neulich getroffen bei der Histomonte. Ja. AVD Histomonte. Und da durfte ich sogar ein Stück bei ihm in seinem alten 86er Audi S1 mitfahren. Was natürlich ich habe die Aufnahmen gesehen, mein Lieber. Ich habe die einmaliges Aufnahmen schon gesehen. Erlebnis, ne? Wenn man neben so einem Menschen da sitzen kann. Und da hat er auch noch zwei Sachen erzählt über Striezel Stuck. Das möchte ich jetzt auch noch kurz dazufügen. Da hat er nämlich irgendwann mal zu Striezel gesagt, und Walter ist ja bekannt dafür, wenig zu lenken. Also der ist ja immer so ganz sparsam mit seinen Lenkwinkeln. Und dann hat er irgendwann zu Striezel gesagt, weil die Reifentemperaturen bei ihm immer 20 Grad höher waren als bei den anderen, hat er gesagt, Striezel oder Hans, wie er ihn immer nennt, Hans, du musst weniger lenken. Und dann hat Striezel gesagt, ja, was soll ich denn machen, wenn da eine Kurve ist? Da muss ich doch lenken. Und er hat das also gar nicht verstehen wollen, was Walter ihm da gesagt hat. Also hier sehen wir jetzt diesen Ziel mit den drei Audi. Abgewinkt durch den Rennleiter mit einem proppevollen Motodrom, wie ich das schon gesagt habe. Das sind Bilder, die man sich einprägen soll, die kriegst du so schnell nicht mehr zu sehen. Nee. Und, dahinter sehen wir unter anderem zwei frustrierte AMG-Mercedes-Piloten, nämlich den Kurt Thiem und den Klaus Ludwig. Mhm. Die waren beide sowas von angefressen am Ende, weil die hatten ja null Chance gegen die drei Audi. Und die haben ja noch geglaubt, dass der Klaus Meister werden kann. Und alle haben für den Ludwig gefahren. Die ganze Mercedes-Armada, da waren ja 4, 5, 6, 7, 8 Mercedes plötzlich. Die alle für den Ludwig fuhren. Und es hat doch nicht gereicht, weil die drei Audi mit links vorne weggefahren sind. Bei Audi sind sie alle für den Stuck gefahren. Und das war, der mit dieser V8-Macht da vorne drin, oder? Ja. Der hat ja auch Leistung ohne Ende gehabt. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Abend dieses Rennens. Da hat der Klaus völlig frustriert im Holiday Inn gesessen, hat sich ein Bier kommen lassen und hat seinen Frust runtergesoffen. Ja, also das war eine Riesenenttäuschung für Mercedes, für den Klaus Ludwig, für die ganze Mercedes-Truppe, die ja gerade offiziell neu ein Jahr zuvor erst in den Rennsport eingestiegen war, in den Tourenwagensport. Bei dieser berühmten
Pressekonferenz auf dem Lämmerbuckel. Das ist ein Bildungszentrum von Mercedes und da gab es eine große Pressekonferenz im Februar 1989 und da wurde das dann offiziell verkündet, dass man wieder zurückkommt in den Rennsport A als Werk mit dem Sauber C9, der auch dann in Silber antritt, als Silberpfeil, hat alles der Werner Niefer dann gepusht und vorwärts gebracht mit dem Jürgen Hubert zusammen, Professor Jürgen Hubert, Vorstand PKW, und hat gleichzeitig entschieden, dass man werkseitig in die DTM einsteigt. Der Titel ist natürlich 89 an BMW gegangen, kann man verstehen. 90 waren die fest überzeugt, dass sie das Ding gewinnen mit der Power von AMG und dann kommen die drei Audi am Ende. Dann kommt Audi, ja. War ja nur einer oder maximal zwei über die Saison hinweg, aber dann beim Finale gleich drei und alle drei vorne weg mit reichlich Leistung. Weißt du, was da für ein Frust war? Kann ich mir vorstellen. Die Mercedes-Leute waren ja fest überzeugt davon, dass die Audi falsch eingestuft sind aufgrund ihrer PS-Angaben. Ja. Die wohl etwas niedriger ausgefallen sind, als sie wirklich waren. Und übergelaufene Mechaniker haben ja später dann auch das Mäntelchen des Stillschweigens über die wahre PS-Leistung gelüftet. Und der Klaus hat sich dann auch irgendwann später bestätigt gesehen, dass sie ihn ordentlich verarscht haben. Ja. Ja. Gut, wie es halt so ist, also man sagt, die Mercedes hatten so um die 420, 430 PS und Audi hat auch Ähnliches angegeben, aber später kamen dann wohl doch eher 500 PS zutage. Ja, so war es halt. Und trotzdem haben wir alle viel Spaß damit gehabt und haben gut damit gelebt. Und es war auch für Journalisten und Streckensprecher und Reporter war das eine feine Sache, damit zu leben und zu arbeiten. Ja, eine coole Zeit. Schöne Erinnerung an eine DTM, die noch volle Häuser hatte und die noch Startfelder bis zu 40 Autos hatte. Da sind wir so voll entfernt. Jetzt sind wir nochmal bei 1990 und schauen uns das erste Jahr der DTT an. Das ist der erste DTT-Champion, das heißt Deutsche Tourenwagen-Trophäe, die Untermeisterschaft der DTM. Frank Totz mit einem Honda Civic ist der erste DTE-Meister. Leider kein Kopf, aber wie gesagt, das Auto ist ja auch schon was. Und bin ganz das begeistert, dass du den gefunden hast. Ja. Ja. Das soll es für 1990 gewesen sein. Und ich sage einfach mal für dieses Jahrzehnt, 81 bis 90, es war für uns alle höchst amüsant, das zu erleben. Spannend, interessant, lustig, gab viel zu lachen. Und ich habe auch dieses Jahrzehnt gerne nochmal Revue passieren lassen, genauso wie das folgende, an das ich mich jetzt dran mache. Aber jetzt haben wir, glaube ich, erstmal ein größeres Päuschen, weil wir beide richtig viel zu tun haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und wir müssen noch zum Udo Schütz. Und Rainer, es macht immer, wie immer, einen Riesenspaß, dir zuzuhören. Welches, ich habe mich gerade gefragt, welches war dein Lieblingsjahrzehnt, wenn du dich für eins entscheiden müsstest? Zweifellos das Jahrzehnt der ersten DTM. Also so ab 89, 90 jetzt bis 2000. Okay. Ja. Also diese DTM ab Mercedes-Einstieg und mit Opel dann zusammen, wir kommen ja dann zu dem Jahr, erst 90 bis 2000 war eigentlich das schönste Jahr überhaupt. Ich glaube sogar, es war für uns in Deutschland überhaupt das schönste, wichtigste, spannendste Jahr, so 91, 92. Das waren die Jahre, wo du 45 Starter hattest in der DTM. Das glaubt der uns heute kein Mensch mehr. Und da war einfach eine Stimmung auf den Rängen, egal ob Hockenheim, ob Singen, ob Nürburgring, ob Wunsdorf, ob Diepholz. Das hast du gelebt, das hast du gefeiert. Hm. Und das kommt nie mehr wieder und ist auch nie mehr wieder gekommen. Und da denken wir alle, glaube ich, mit ein bisschen Wehmut dran und kriegen wir ein bisschen Gänsehaut, wenn wir an diese Zeit denken. Die kommt als unsere letzte Folge dieser vierteiligen Meisterparade. Und ich glaube, da gibt es noch mal viel zu gucken, viel zu erzählen. Ja. Das glaube ich auch. Und da freue ich mich drauf. Also ein besseres Teasing konnte gar nicht stattfinden, als dass du sagst, das war dein Lieblingsjahrzehnt. Ja, absolut, absolut. Ja. Natürlich gab es in den 70ern auch viel zu lachen, aber es war eine ganz andere Zeit, die viel einfacher gestrickt war. Mhm. Du hast von 1990 bis 2000 vielleicht die schönsten Jahre des deutschen Motorsports erlebt. Mhm. Naja, und dann ja auch in der Formel 1. In der Formel 1 mit Michael Schumacher und so. Also du hast da wirklich eine spannende Zeit erlebt. Das stimmt. Ja, absolut. Und ich möchte keinen Tag, keine Woche, keinen Monat und kein Wochenende mit missen. Es war einfach, davon zehrst du und lebst du noch immer. Mhm. Und ich schreibe auch noch gern über diese Zeit, weil ich das alles noch vor mir habe, als ob es gestern gewesen wäre.
Du vermisst so viel heutzutage. Ja. Und ich kann nur dem ADAC nochmal ein Danke sagen, dass sie DTM gerettet haben. Wenn wir die jetzt nicht mehr hätten, weißt du, was wir dann noch hätten? Nichts mehr. Gar nichts mehr. Genau, ja. So sieht's aus. Ja. Also. Das stimmt. Mein Lieber, wir gehen jetzt an die Arbeit, an andere Front. Wir haben viel vor. Ja. Und die Fans mögen sich noch ein bisschen gedulden bis zur vierten Folge. Aber sie wird kommen. Alles klar. Mein okay? Lieber, bleib gesund. Alles Gute. Danke für deine gerne. Tollen Einblicke und grüß die Familie. Du auch und bis die Tage beim Udo, gell? Ja, bis dann. Ciao. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.